Finger weg von meiner Tochter! Mama! Mama, du hast das falsch verstanden. Liebe, es ist schon gut. Aus welchem Pflegeheim sind Sie geflohen? Ma'am, erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Robert Reginald McCall, der Dritte. Aha, es war also kein Pflegeheim, sondern ein Irrenhaus. Mama! Mama, das ist mein Freund, okay? Dein Freund? Schatz, ein Freund ist jemand unter 30 oder 40 und er könnte mein Vater sein. Mama! Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich befürchte, wir haben hier einfach einen suboptimalen Anfang gemacht. Ich hoffe, dass dies hier die Stimmung zum Besseren wenden kann. Oh. Das muss ein Vermögen wert sein. Für manche Leute mag es das sein. Aber für mich, Taschengeld. Also, Mama, können wir jetzt reingehen? Ja. Ja, natürlich. Gehen wir alle rein. Ich würde Sie gern besser kennenlernen. Robert, der Dritte. Oh. Ja, aber Sie haben mir nur $3 gegeben. Ja, das stimmt. Alles Gute für Sie. Wie läuft es zwischen dir und ihm? Ist das was Ernstes? Nun, wie du siehst, bin ich bereits für all seine Medikamente zuständig, also... Du klingst nicht sehr glücklich darüber. Er vertraut dir. Ich weiß aber... Er ist alt und er müffelt und er macht so viele seltsame Geräusche, selbst wenn er nur auf einem Stuhl sitzt. Ich meine... Weißt du noch, was ich dir immer gesagt habe? Ja, er ist reich und das ist alles, was zählt. So ist es. Gedulde dich und lerne ihn zu lieben. Das Wichtigste ist, dass er dich heiratet und dass du an sein Geld kommst. Ich weiß. Ich weiß. Oh mein Gott. Robert! Oh mein Gott! Okay, ich rufe einen Krankenwagen. Sie schaffen es nicht. Robert, wachen Sie auf. Aufwachen, Robert. Noch nicht. Robert! Oh nein! Los, nicht jetzt. Sie dürfen jetzt nicht sterben. Nein! Ah, Ihre Gesichter hätten Sie sehen müssen. Wachen Sie auf. Nebenbei gefragt, was meinten Sie mit noch nicht? Sie sind ja noch jung und ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ach, danke sehr, aber wäre doch nicht nötig gewesen. Mit der modernen Medizin und meinem Vermögen werde ich bestimmt noch weitere 20 Jahre leben. Mit Ihrer wunderschönen Tochter. Nun müssen Sie mich aber bitte entschuldigen. Wären Sie so freundlich, mir den Weg zu Ihrer Toilette zu verraten? Oh ja, ja, da drüben. Macht er das oft? Naja, hin und wieder. Also, auf deine Geduld. Aber weißt du was? Du brauchst dir keine Sorgen um mich machen, denn ich habe jemanden, der mich trösten kann. Was meinst du damit? Ich meine, die Beziehung mit Robert, die ist eher wie ein Job. Es ist nur wegen des Geldes. Und in der Zwischenzeit habe ich Spaß mit meinem Jack. Wann hört es? Endlich auf mit diesem Jack. Aber, Mama... Dieser arme Schauspieler zieht dich nur runter. Warum kann ich ihn nicht als meinen Liebhaber haben, hä? Weil das ein Risiko ist. Du hast eine Goldmine gefunden. Tu jetzt das Richtige und sei ein braves Mädchen für Robert den Dritten. Du würdest wirklich Liebe gegen Geld tauschen? Natürlich. Robert kann dir alles kaufen, was du willst. Und mit Jack... Lebst du in einer Bruchbude und wirst bis zum Ende des Lebens bereuen, dass du dich für eine Fantasieliebe statt Geld entschieden hast. Du musst ihn sofort verlassen. Was? Nein, ich... Hör auf deine Mutter. Du weißt, dass ich das Beste für dich will. Wozu denn das ganze Geschrei, meine Damen? Oh, wir sind uns nicht einig. Ob wir hier essen sollen oder draußen im Hof. Dann essen wir draußen. Das ist besser für meine Verdauung. Oh. Ja. Eine Menge Geld musste ich bezahlen, um meinen Namen streichen zu lassen von der Forbes-List. Über Geld redet man nicht. Verstehen Sie? Oh, Sie haben so viel zu erzählen, Robert. Schatz?
Warum schließt du dich nicht unserem Gespräch an? Oder interessierst du dich mehr für dein Handy? Wisst ihr was? Entschuldigt mich für einen Moment, okay? Okay, Robert. Erzählen Sie mir noch eine Geschichte. Das können Sie doch so gut. Ehrlich gesagt, würde ich gerne Sie etwas fragen. Oh. Ich bin ganz Ohr. Glauben Sie, dass ich Ihre Tochter glücklich machen kann? Robert, was für eine Frage. Sie können ihr doch alles kaufen. Ein Haus, ein Auto, Schmuck. Sie können ihr alles kaufen, was sie will. Ja, ich kann ihr alles schenken. Aber ich kann ihr keine Romantik oder Passion geben. Und am allerwichtigsten kann ich ihr keine Kinder geben. Tja, denn leider kann Geld nicht alles kaufen. Also, glauben Sie, dass Mary glücklich mit mir sein kann? Ich denke schon. Na, wundervoll. Also habe ich Ihren Segen. Ich muss den Kuchen im Ofen überprüfen. Ja. Entschuldigung. Mary, geht es dir gut? Ja. Meine Damen, ich hoffe, ihr seid noch wach genug für eine weitere Überraschung. Diesmal ohne Ohnmacht. Versprochen. Mary, bitte. Du weißt, wie viel du mir bedeutest. Deshalb möchte ich dir eine wichtige Frage stellen. Und ich weiß, dass ich lang nicht mehr so energiegeladen und jugendlich bin. Aber für den ganzen Rest habe ich ja zum Glück meine Bankkarte. Willst du meine Frau werden? Nun... Ja, natürlich. Ma'am, möchten Sie Ihrer frisch verlobten Tochter etwa kein Glück wünschen? Nein, möchte ich nicht. Bitte? Es wird keine Hochzeit geben. Ich gebe euch meinen Segen nicht. Aber, Mama, meinst du das ernst? Ja. Ja, Schatz. Ich hätte dich nicht zwingen sollen, Jack zu verlassen. Er kann dir das Wichtigste geben, die Liebe. Und es ist völlig egal, wie viel Geld er hat. Die Hauptsache ist, dass er dich glücklich macht. Und du musst nicht die besten Jahre deines Lebens mit einem alten, stinkenden, keuchenden Geldsack verbringen. Nichts gegen sie, Robert der Dritte. Na endlich. Was? Na endlich. Haben Sie es eingesehen? Was geht hier vor? Mama, eigentlich, entschuldige bitte. Wir haben eine kleine Show für dich abgezogen. Wir wollten dir einfach nur zeigen, dass Geld nicht das Wichtigste in einer Beziehung ist. Und ich bin so froh, dass du es endlich erkannt hast. Verstehst du? Zeit für meinen letzten Trick. Oh mein Gott! Also, ist das alles nur ein Scherz?
Nun, nicht wirklich. Und zuallererst bin ich kein erfolgloser Schauspieler mehr. Ja, ja, das stimmt. Jack hat jetzt einen Vertrag mit einer Agentur. Und eigentlich sind wir jetzt ziemlich reich. Und zweitens möchte ich Ihre Tochter wirklich heiraten. Oh.